Schönen guten Tag, Freunde der Sonne. Paul hat mir gesagt, ich soll Arbeit machen. Ich begrüße Sie zum Sachsenring. DTM, Lauf, weiß ich gar nicht. Wie viel ist das? Ich überlege gerade. Es ist ja schon fast Ende der Season. Willkommen, lasst uns mal den Sachsenring angucken. Wir haben uns gerade Qualifying angeguckt, der DTM, und wir schauen gleich den Porsche Cup noch. Das Safety Car ist gerade schon eine Runde rumgedüst, also geht es gleich los. Und dann im Anschluss sehen wir auch gleich noch das Rennen der DTM, das wird richtig gut. Lass uns mal eine Runde durchs Fahrerlager gehen oder durchs Paddock und mal anschauen, wie das hier beim Sachsenring aussieht. Denn wir haben es ja auf dem Lausitzring schon gesehen. Schauen wir mal, was hier so los ist. Ja, geil, können wir ein Foto machen? Natürlich. Geil. Gleichfalls, ciao. Gönn dir. Also wir haben uns ja eben gerade Next Gen angeguckt. Also die E-Mini Cooper. Das ist kein Vergleich zur LMP3. Also Prototypen haut da schon mal ein bisschen mehr rein, weil die kann man auch hören. Die E-Autos konntest du eben gerade also nicht wahrnehmen, als sie gefahren sind. Aber das hier, das kracht schon. Kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Guck mal rüber. Ja, ich melde mich auch mal zu Wort. Nils muss irgendwelche Influencer-Dinger machen. Und ich warte hier schön bei Schaeffler in der Lounge und guck den Porsche Cup. Gridwalk. Heute
Heute gibt es nicht Millwalk, heute gibt es Bridwalk. Danke übrigens an Kevlar an der Stelle. Hier geht's gleich rauf. Das wird fantastisch. So, Gridwalk ist durch. Ihr könnt euch gleich mal den Start angucken, weil Paul ist nämlich oben, weil der durfte nicht mit runter. Könnt ihr das gleich nochmal mit rein donnern, bevor wir nachher im Pitwalk reingehen. Nachdem wir jetzt das DTM-Rennen gesehen haben, haben wir noch die Möglichkeit durch Schaeffler, Dankeschön an der Stelle übrigens, in die Pit zu gehen bei Abt. Und das gucken wir uns jetzt noch mal genauer an. Das heißt, wir hatten heute wieder eine komplett volle Dröhnung. Wir hatten Gridwalk, wir hatten Pitwalk und nachher gibt es noch eine kleine Überraschung. Es wird fantastisch. Aber lasst uns erstmal in die Pits gehen und gucken, was bei Abt so los ist. Ich habe eine fantastische Einladung von Schaeffler bekommen. An der Stelle ein ganz großes Dankeschön. Und die haben noch was Kleines vorbereitet. Dafür müsstet ihr theoretisch noch das nächste Video gucken, denn es könnte interessant werden für euch da draußen. Aber damit ihr den Pitwalk nicht verpasst, schicke ich jetzt Paul los. Und der nimmt für euch da mal die ganzen Impressionen auf. Und wir sehen uns später zu dem Recap dieses wunderschönen Renntages. Bis dann. So, Nils, ich mache jetzt. Tschüss. So Leute, willkommen bei der Paul Cam. Ich soll hier noch Pitwalk machen für euch. Ich renne hier mal durch die Gegend. Ach, hier oben, schau. Da ist gerade Siegerehrung. Ich habe aber keine Ahnung für was. Pitwalk, Leute, Pitwalk. Hier ist Schaeffler, haben wir euch schon gezeigt von drin vorhin. Bei den Wanderlinden ist es irgendwie am meisten los. Nils, das ist hier viel zu voll, ich komme hier nirgendwo ran. Also DTM ist ja wirklich immer so ein Erlebnis, ne? Also ich bin jetzt durch, es ist jetzt knapp 19 Uhr und das war heute wirklich ein sehr fantastischer Tag. Es sind immer wieder unglaublich tolle Eindrücke und ich finde, das macht die DTM für mich persönlich mittlerweile so ein bisschen aus, dass sie so offen ist zu allen Menschen, die da kommen und auch die Fahrer offen, die Paddocks offen, dass nicht US viel Knete kostet, sondern dass das mehr so für die Masse gemacht ist. Und das war ziemlich geil und das haben sie auch hier am Sachsenring hingekriegt. Dankeschön, Sachsenring, ihr seid auch echt toll, von der Organisation her war das auch richtig spitze. Und schöne Grüße gehen nochmal raus an Schaeffler. Vielen Dank auch an euch für den unglaublich tollen Tag und die besonders beeindruckenden Erlebnisse, die man heute haben durfte. Kuss geht raus. Jetzt geht's erstmal ab nach Hause.